Nö, Kann ich kann ich nicht nicht machen. machen. Kannst du noch nicht. Ja, okay, dann musst du erst lernen. Aber im Lagerhaus ist Leinenstoff. Dann nimm dir den und versuche mal dann aus dem Leinenstoff, ich glaube mit dem Messer, oder wie war das? Wie waren das nochmal? Scheiße. Die Dinger herstellen. Ah, ich glaube, man braucht den Schneiderkasten dazu. Nähen, Seelen drin. Nein, auch nicht. Auch ich hab's doch vorhin gemacht, warum weiß ich es nicht mehr? Auf jeden Fall hier in dem Karren ist neue Werkzeugkästen drin und ein neuer Topf für dich. Mit besserer Qualität. Ne, den brauchst du nicht. Wie funktionierte das denn nochmal? Vielleicht geht's nicht, weil ich keine Dinge habe. Ich glaube mit dem Messer. Ich habe halt jetzt keinen Stoff im Inventar. Ich glaube, es ging mit dem Messer. Reinern, Bogenbau, allgemeine Tätigkeiten. Ja, dann mache ich mal die Stoffe. Baustoffvorbereitung vorbereiten, was heißt das? Vielleicht da, genau, guck da mal. Baustoffvorbereitung. Ja. Mit dem Messer, oder wie? Nee. Einfach aufs Verband klicken, Baustoffvorbereitung, Ah, dann auf okay, das. direkt auf dem Verba auf dem Stoff. Mach dann auf Massenproduktion. Mal gucken, wie viele Verbände ich herkrieg. Ach, Ach, pro pro Dings, Dings, pro auf Stoff einen. einen. Okay. Siehe da. Krass. Siehe da. Alles schon gebaut. Das ist cool. Ja, das sieht man doch schon ganz schön, wie schnell das hier alles voranschreitet, wenn man nicht da ist. Ja. Du darfst auch vorne Hauptplatz. Hauptplatz. Kommen wir mit? Halt, bleib stehen, bleib stehen. Window. Du hast den Waffenrock Waffenrock. vergessen jetzt. Was? So. Ja. Mach dir auch mal Verbände. Waffenrock? Den Waffenrock. Waffenrock, das, Waffenrock, was das, ich was ich anhab anhab hier drüber. Waffenrock oder Waffenrock? Damit Damit man man uns uns später später erkennt. erkennt. Hab gar Ja, keinen. und kann mir jemand ein wenig auf mein Schild schlagen? Aber Aber klar, klar, komm her. Dreh dich Und um. Oder so. mal was gucken. Welches Schild? Ja. Kann ja doch treffen. So halt. Oh, scheiße, stimmt. Juhu, jetzt kann das Scheißschild weg. Kann ich's aufräumen, endlich. Jetzt habe ich ein besseres. Oh, ich ich hab habe so so ein ein rundes. rundes. Naja, das Naja, das Runde Runde passt. passt doch besser zu mir. Ist das ein Wikinger-Lumpen? Nö, ne? Oh, scheiße, Was? Runde. Das ist ein Wie bitte? Wikinger? Nein, Nee. nein, Nein, Waffenrock. Waffenrock. Oder Waffenrock. Hast du sowas nicht gekriegt? Ich glaube, er war nie mit auf Schlacht. Ja, da ich weiß, wo es welche gibt, dann holen wir dir ein. Die Wikingerlumpen habe ich euch in die Schränke getan, weil ich die hier überall in den Karren und so gefunden habe und dann einfach mal verteilt habe auf die Kleiderschränke. Das ist gut. Ach Aber du so. bist verdammt langsam mit der Rüstung, gell? Hui! Und bestimmt geht die Ausdauer übelst runter bei euch. Ja. So, was wolltest du jetzt eigentlich von ihm zeigen? Ich wollte ihm die Stelle zeigen hier. Dass hier die Stelle hinkommen. Ach, Das ja, sind keine richtig. Ställe. Das sind Scheunen. Ein Scheune. kleiner Stall. Genau. Zwei Scheune? Scheunen. Da, wo Da, die wo die Tiere Tiere Ego-Ego Ego-Ego machen machen können. können. Das ist gut. Ego, Ego, Ego. Ja, Ja, wie soll ich denn sonst sonst ausdrücken? ausdrücken? Ja, da haben wir eine Sonnenuhr. Guck Guck mal, mal, ja. ja. Philipp und Raiden und Raiden und Soren Soren haben haben eine eine Sonnenuhr Sonnenuhr gebaut. Na, nice. Cool, Cool, ne? ne? Ja. Aber Aber das Blöde ist, sie funktioniert funktioniert noch noch nicht so richtig, richtig, weil weil
Die blöde Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die funktioniert auch mit Mauer. Ja, also ich finde nicht, dass die Mauer so wirklich dran schuld ist, dass die... Nee. Aber wenn sie jetzt wirklich funktioniert, dann müssten wir ja jetzt 12 Uhr haben. Oder wo ist Norden? Oder wo ist Norden? Norden ist hier. Nein, oder? Dann? Hier ist... Also ist Norden. Hier 12 Uhr. 12, 1, 2, 3. Also müsste man 3 Uhr oder 15 Uhr haben, theoretisch. 15 Uhr. Ja, ne? Weil hier geht auch die Sonne unter, bei der Vase hier. Okay. War das? Nee. Ohne Seife waschen. Ja. Was? Cool gemacht, Mensch. So. Ich habe auch jetzt schon fast alle Waffen hergestellt. Ha, 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 ha. Was meinst du vorhin? Also wenn Sarah jetzt länger als eine Woche nicht da ist? Ja, dann wisch. Ah, jetzt habe ich das unterbrochen. Warte. Entschuldigung? Ja, ich würde sagen, wenn die bis in der Woche nicht da ist, dann plündern wir ihre Sachen. Ich meine, kein Headset, immer nur komisches Schreiben. Ja. Da kannst du auch niemandem richtig was erklären, weißt du, so wie ich dir die Sachen zeige. Da ist das. Das, ich habe da keinen Bock drauf, das die ganze Zeit zu schreiben, so Sachen. Du findest dich ja dann bestimmt irgendwie zurecht, oder? Wenn du dir die Sachen durchguckst, wo Philipp die Sachen hat, so lagerhausmäßig. Ja, oder wenn du was brauchst, dann fragst halt einfach, dann erklär ich es dir. Ja, weil Mende ist ja nicht so oft da wie ich. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Ja, wichtig ist bloß, Qualitäten nicht durcheinander bringen. Wir haben kaum noch gutes Holz. Also wenn du irgendwas baust oder so, wo die Qualität nicht von Wichtigkeit ist, bitte irgendwo im Wald das Holz holen. Mhm. Ja, okay. Und dann auch darauf achten, dass die Qualität vom auch nicht allzu hoch ist. Nur wenn jetzt zum Beispiel die Reinerei, meine Apotheke oder irgendwas so in die Richtung gebaut werden muss, wo Sachen hergestellt werden. Dann muss auf gute Qualität geachtet werden. Aber sonst. Mhm, okay. Ja. Also wenn du links an der Laterne vorbeiläufst, kommst du besser durch. Eigentlich. Di-di-di-di-di. Tada. Dann ist es auch wichtig mit den ganzen Wegen. Die sind eigentlich jetzt nach Arbeitsfeld, nach Arbeit im Prinzip aufgeteilt. So wie hier vorne halt, dass der Karren hier bei der Küche steht. Das ist gut. Ist das ganze Küchenzeug drin. Hier der andere Karren, der ist im Prinzip fürs Feld. Da sind jetzt gerade die ganzen Feldfrüchte drin. Im kleinen Lagerhaus. Ach, hast du dir einen hingestellt? Cool. Ja. Danke. Die ganzen Sachen für... Zum Stoffe herstellen und so. Das ist alles im kleinen Lagerhaus drin. Da ist halt auch der Webstuhl drin und Dings da, wie heißt das Spinnrad, aber das müssen wir erneuern, das ist total scheiße. Da müssen wir mit guter Qualität mal bauen. Ein neues Spinnrad und eine neue Dings da Stoffweberei. Und da, wo du jetzt stehst, kommen noch mal so vier bis sechs Kisten hin, je nachdem, wie viel wir hingestellt kriegen. Da kann man dann auch noch mal Sachen reinlagern. Mhm. Ja, der Karren hier, der ist jetzt gerade im Prinzip für die Schreinerei. Ja. Komm her, Raus. Und? Hängst du fest? Ja, Alter, man kann nicht so schnell. Die Schreinerei. Mhm. Schreinerei, der Karren ist für die Schreinerei. Das hier ist im Prinzip noch Krustelkarren. Aber ich habe ihn schon fast leer gemacht. Mhm. Hast du die Federn gesehen? Hast du die Federn gesehen, die ich da reingepackt habe? Die sind in der Schreinerei jetzt. Yeah. Ja, ich habe sie auch mal sortiert. Mhm. Dann ist das hier mein Wareneingang. Also da tut ihr Sachen rein, die ich für mich sind. Also kaputtes Werkzeug oder schlechte Qualität Werkzeug. Stöcke. Oder halt das... Kaputtes Werkeug. Äste, die gesammelt werden für... Ja, oder halt wenn Werkzeug. Wenn der Schreiner für mich halt Handgriffe macht, dass ich Werkzeuge herstellen kann. Ja, oder
Hardwood, Hardwood oder Softwood Klötzchen schalte. Das kommt da rein für mich. Oder halt, was im Prinzip wieder zum Einschmelzen ist. Dann ist das hier der Warenausgang. Da tue ich alles rein, was ihr braucht. An Baumaterialien, Scheißdreck, Gedöns. Notfall kann man Lagerhaus tun, aber eigentlich tue ich da sortieren und sammeln. Direkt im Lagerhaus. Halleluja. Und da, wo Sarah da war, habe ich zu ihr gesagt, ne? Du siehst hier hinten, wie die die Trockenrahmen Trockenrahmen schön schön dastehen, dastehen, ne? ne? In Zweierreihe und die Gerbermann oben drauf. Sarah hatte Hatte draußen draußen drei drei Rahmen Rahmen stehen, stehen, sollen die auch sollen die noch auch noch rein? rein. Ja, Ja, bitte bitte stell stell sie sie aber aber ordentlich ordentlich so so rein, rein, wie wie Philipp Philipp seine seine reingestellt reingestellt hat. hat. Was Was hat hat sie sie gemacht? gemacht? Sie Sie hat hat hier hier vorne vorne nur nur eine eine Dreierreihe Dreierreihe genau genau in in der der Mitte Mitte hingestellt hingestellt gehabt. gehabt. Ja, ist ja auch nicht so leicht. Wer Wer vom vom Begriff? Begriff? Ja, dann hier die Rahmen und Wannen könnt ihr auch klar benutzen. Wenn was drauf ist und ihr nehmt's runter, hier in die unterste Schublade, also unterste Kiste. Ich sortiere das dann später nach Wertigkeiten. Alles klar. Und was für alles zur Verfügung steht, weiches Leder oberste, hartes Leder mittlere und dritte Kiste von oben, zweite von unten, da sind Seile drin. Das steht jedem zur Verfügung, könnt ihr einfach rausnehmen. Das bessere Leder, was ihr Rüstungen oder sonst was wollt, wo die Wertigkeit wichtig ist, das ist direkt im Lagerhaus. Also die guten Sachen tue ich alle ins Lagerhaus direkt und hier halt ist, da kannst du dann einfach irgendwas draus schneidern, halt auch so ein Beutel oder so oder ein Rucksack. Mir egal. Das sind im Prinzip eigentlich meine Schränke, aber in den Schränken findet, werde ich, sobald ich dazu komme und das Material habe, werde ich auch noch zwei, drei gute Schmiedeklamotten reinhängen in den Schrank. Das muss ich Raven zeigen, hier hinten. Hier in der Kiste sind Ringe drin. In der kleinen da auf dem Boden. Die sind für Raven. Dass er, geh mal da weg, dass er Dings das Monument füttern kann. Also auch wenn ihr Schmuck machen wollt, im Lagerhaus direkt ist Silber Böbeles und da einfach die schlechtesten immer als erstes nehmen und da dann einfach Ringe herstellen und die Ringe könnt ihr da hinten reinschmeißen in die Kiste. So. Wo sind Deine deine anderen anderen zwei zwei Kisten, Kisten, die die hier hier noch noch standen? die kann ich dir gleich zeigen, wenn wir Runtergang gemacht haben. Die, das Fass, wo hier auf dem großen Fass steht, Finger weg. Meine Sortierung von Kräutern, Finger weg. Also Nichts dran machen. als deine harten Kräutersachen. Ja, da ist halt auch meine Sortierung drin, weil wenn ich was sortiere, dann siehst du das nicht. Nee, richtig, Wenn ne? du jetzt da drin rumwühlst und Sachen rausnimmst und wieder reintust, dann ist meine Sortierung durcheinander. Nee, okay. Und ich habe mir die halt schön sortiert nach den einzelnen, was sie machen. Nächste Fass, da tue ich im Prinzip die Erzeugnisse rein aus den Kräutern. Also Flussmittel, Aroma und Naphtha. Könnt ihr euch bedienen. Okay. Dann kommt Holzkohle, falls man braucht, und vorne an der Schmiede keine Holzkohle mehr ist. So, mal dazu. So, hier, guck, da ist eine Kiste. Ah, die ist ja gar nicht da. Die Nee, da ich war ist ja. gerade AFK. Ja, du wolltest doch wissen, was ich mit meinen Kisten mache. Hier ist eine Kiste. Da tue ich meine wertvollen Sachen rein und vergrab's. Falls doch jemand unsere Burg angreift. Dann habe ich wenigstens meine wichtigsten Kräutersortierungen und mein Gold, meine Das M ist Kupfermünzen. möglich? Das ist möglich, was zu begraben? Ja. Ja. Dann mache ich mir das auch gleich. Eieiei, Ach, ich weiß nicht, heute ist wieder. Hier in dem Handkachen, da tue ich Dinge immer rein. Für die Allgemeinheit Platten und Barren, falls ihr, wenn ich nicht da bin, irgendwas schmieden müsst. Ah, ich glaube, du hast Connect-Probleme.
guten Tag. Hört nicht. Hallo, besser? Jetzt. Ja, okay. Da hat's hier in der, dem Fass hat's ein bisschen Kohle drin. Dann in der Schmiede selber bitte nicht schmelzen. Nur in den Essen schmelzen. Bitte nicht in der Schmiede, das verbraucht zu viel. Die nur anschalten, die braucht man nicht. Nur bei den Essen. Dann, ja, hier der Karren und so. Das ist halt für alles da, was man mit den Brennöfen machen kann. Hier an der Seite ist noch ein Fass mit Glas, weil man das ja hier produziert. Und so habe ich halt ein bisschen Ordnung bei mir. Okay. Gemacht. Passt so aus. Ach, das scheiße, wir haben die Russen bei uns. Hm? Wir haben Russen bei uns. Wo? Auf dem Server. Zwei Stück. Ja, und? Moskau. War das an die Wand. Wie läuft denn das mit diesem Vergraben hier zum Beispiel? Ja, da musst du dir ein Loch buddeln und dann das Vergraben. Du musst dir aber genau merken, wo du das verbuddelt hast. Deswegen mach ich das nicht, weil mir ist das zu gefährlich, weil ich, wie du weißt, manchmal vergesslich bin. Ich möchte ungemein Met verlieren. Ich möchte ungemein Met verlieren. Nein, aber ich möchte ungemein mein Geld verlieren. Ich schaffe das Ganze hoch auf den Berg. Ja, wichtig für heute ist halt unbedingt das Feld abernten. Aber ich weiß nicht, ob das vor der oder nach der Judgment-Dings da fertig ist. Auf jeden Fall müssen wir das machen. Sonst klauen die uns das noch, wa? Ah, kannst du nicht mehr. Ja, ich? Nee, eher. Jetzt rennen wir alle hinterher. Warum rennen wir alle hinterher? Die Lemminge. Also wenn du abstürzt, denke dran. Stürzen alle mit ab. Muss ich euch gleich was zeigen. Damit halte ich euch dann raus aus meinem Lagerhaus. Aha. Damit kriege ich jeden aus dem hintersten Eck noch raus. Ach. Aus meinem Lagerhaus. Ja, kannst du nicht mehr. Ja. Nee. Dafür kann ich gut Bogen schießen. Oh, das ist cool. Was willst du uns zeigen? Ja, warte. Baut hier bestimmt eine Spinne auf. Warte. Wo war das? So, jetzt aber raus aus meinem Lagerhaus. Ach, du Scheiße. Geh ich mal. Aua, er hat mich gepiekst. Er hat mich aufgespießt. Ich bin Staschnick. Los, im Ah, cooles Ding, doch. Die Schlange, hä? Bleib oben und nicht hin. Mann, hast du ein langes Ding? Alter. Ey, Alter, du hast ein krasses Teil, ey. Gell, Mann, ich hab hier den längsten. Eieieiei. Weil das immer in der Kürze liegt, die Würze. Ja, ganz auf. Bleib nur nicht overhängen. Nachher schließt du sich selber auf. Weißt du, so, rennt auf den Feind zu, ne? Hängt wieder. Wie so eine Art Stabhochspringen machen, hängt auf einmal an der obersten Ecke von der Mauer. Ich baue hier mal ein bisschen rum. Richtig. So. Ja, aber da hinten bei den beim Trainingsplatz in den zwei Häuschen, da muss ich mal gucken, da hat's solche Kittel. Okay, ich muss mal auch ganz kurz was gucken, ich habe gar keine Sauen mehr drauf hier. Jetzt kommen die. Ohne Sauen geht das nicht. Oh. Warum fehlt jetzt schon wieder ein Pferd? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Wir sind noch zu dritt, oder nicht?
Und gestern, wo ich aufgehört habe hier, da war es noch da. Irgendjemand hat wieder eins gemobst. Nee. Wo du aufgehört hattest, stand hier kein Pferd mehr. Da standen noch vier gestern Abend. Für was brauche ich Leinstoff? Verband. Auch rausklicken? Auch rausklicken mal? Baustoffe vorbereiten? Genau, und auf Verband klicken. Euch herstellen und Massenproduktion. Das ist fürs Heilen später für die. Die Verwundeten. Die Bedürftigen. Ja. Hier. Hm. Ich werde gleich mal was zeigen. Und am kleinen Trainingsplatz. Vorne ist noch die Mauer, ne? Halt, stehen bleiben. Ah, brems. Hat ich mich ja umgehauen, ne? Und dann lag ich hier auf einmal quer auf der Mauer. Und dann bin ich aufgestanden und gesagt hab gesagt, du sollst liegen bleiben, ich wollte dich operieren, haut mich nochmal um. Und auf einmal landete ich da unten. Das ist scheiße, jetzt liegst du auf dem Boden, nicht mehr auf meinem Operationstisch. Könnte ich dich operieren? Ja, mitten heute Nacht um... Ja, so. Also. Ich habe jetzt, glaube ich, ein. Ich guck mal, wie ich aussehen tue. Ah. Das. Das ist der neue König. Was? Nein. Dann wird Ray aber einen Vogel zeigen. Hey, lass das. Oder wie wäre das? So. Nicht mit scharfen Waffen. Okay, nur mit Faust. Ja. Hallo? Also ich werde jetzt, bevor ich jetzt was mache, werde ich ganz schnell mal ein Loch graben und reinlegen. Warte, ich will hinten auf den Schild hauen. Ich möchte nicht im Kampf alles verlieren hier. Dann mache ich wenig Schaden, wa? Oder? So, das war jetzt Schild. Okay. Hallo? Ja? Ja? Was? Ja. Okay. Ja. Oh, das hört sich an, als wäre was gebrochen. Nö. Man schlägt durch das Schild durch? Aber auch komisch, oder? Das war jetzt Schild. Wenn es fast kein Geräusch macht, nur so wupp. Was? Au! Boah, hast du viel Leben weg. Alter Schwede. Ich habe auch schon fast 100 Krieger. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Du musst blocken. Wo ist ein Krieger? Was braucht man denn für so eine Kiste? Baue eine. Dann siehst du ja, setz eine in Baustelle und dann siehst du, was du brauchst. Ja, da waren Baustellen jetzt noch richtig, so war das ja. Ich alles, wieder alles verlernt. Alles hier verlernt hier. Was Krieger nochmal? Keine Ahnung. Aha, hab ich. 96. Erst. Oh, jetzt ist er weg. Wie wird das denn verhauen? Ich die Puppe. Kann ich vielleicht ein bisschen hochkriegen? Kommst du mal hier zu Papa? Komm mal zu Papa. ich dachte, das ist dein Bruder. Weißt du, oder nicht? Das weiß ich nicht. Dieses Fach hier, ne? Ja. Könnte man das vielleicht benutzen? Nein, nicht direkt an der Mauer. Nicht an der Mauer. Für dieses Loch. Für das Loch? Ach so. Ja, komm lieber hier zu dem zwischen den Bäumen irgendwo. Mach's lieber hier irgendwo zwischen den Bäumen. Also hier vor der großen Eiche hier. Ja. Zwischen den Bäumen. Okay, ich mach's zwischen den Bäumen. Mach's hier, wo ich stehe. Eins von der Straße weg. Ah, hier wo du stehst, gerade stehst. Okay. Kann mir das doch sowieso nicht merken, wo ich das denn nachher verbuddel. Kiste ist das, ne, gewesen, ja. Eine Kiste.
Da ziehe ich mal die Kiste. Der erste noch Kram, dann die Kiste, ne? Nö. Okay, Brust sieht man nicht, das sieht man nicht. Okay. Probier ich's mal damit. Wie sieht das aus? Da, das und. Wo ich denn? Da. 10 Nägel, 4 Hartholzscheit. Ja, dann musst du jetzt irgendwo in den Wald gehen und dir Hartholzscheite scheiten. Das hol ich mir. Ach nee, ich kann hier raus. Ich nehme Pferd. Ich bezahle dafür. So. Pferd, spring doch einfach über die Mauer, lauf kurz ein Stück und säg dir was. Ah, ist zu weit laufen. Oh Mann, oh, der Krieger, du. Die Schuhe angezogen und Handschuhe, Helm und Ärmel von der Rüstung, das zieht schon voll übel ab. Was? Von der Ausdauer. Mhm. So eine einfache Kette. Aber der Helm sieht besser aus und die Handschuhe auch. Ah, siehst du, wir haben nämlich großartig kein Wachfeuer mehr.